Ich bin Wiebke Terjung, Group Finance Director der UFA GmbH. Ich bin Katja, ich bin Producer bei der UFA und ich bin Teil des Green Teams, weil ich hier zusammen mit Kollegen was bewegen möchte. Ja, und warum bin ich im Green Team? Aus Überzeugung. Und ja, die letzten Klimaberichte haben es wieder gezeigt. Das Thema Klimawandel ist einfach brandaktuell und man kann die Augen nicht mehr davor verschließen. Und ich finde es total wichtig, dass man dieses Thema in seinen Alltag integriert und nicht nur zu Hause, sondern eben auch ins Unternehmen reinträgt. Das Green Team ist eine Mitarbeiterinitiative der UFA, wo verschiedene Kollegen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammengekommen sind, um sich für Nachhaltigkeit einzusetzen. Inzwischen ist bei der UFA nachhaltiges Produzieren und Arbeiten aber Chefsache geworden, sodass wir eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten und jede Menge Unterstützung erfahren. Das Green Team in Babelsberg besteht aktuell aus Wiebke Terjung, Ernst Pfeiler, Olympia Czarna und mir. Wir haben sehr klein angefangen und inzwischen sind wir seit 5 Jahren unterwegs und haben schon sehr viel umgesetzt. Ja, ich kümmere mich im Green Team hauptsächlich hier um das Uferhaus. Wir hatten ja in diesem Jahr unsere große Aktion, in dem wir gesagt haben, wir nehmen jetzt Abschied von unseren Trinkwasser-PET-Flaschen und stellen auf Trinkwasserspendeanlagen um und das war ein ziemlich großer Erfolg. Es ist sehr gut bei den Mitarbeitern angekommen, zumal wir auch diese Aktion begleitet haben, indem eben jeder Mitarbeiter seine eigene Glasflasche bekommen hat. Die konnte auch jeder Mitarbeiter dann noch mit seiner persönlichen Gravur versehen. In den Produktionen haben wir vor allem bei den täglichen Serien angefangen. Alle Plastikbecher zu entfernen. Es gibt keine Plastikflaschen mehr. Es gibt E-Cargo-Bikes. Es gibt iPads für Kollegen, die auf den Ausdruck eines Drehbuchs verzichten, E-Produktionsautos etc. Grünes Storytelling können ja 2 Sachen sein. Man kann wirklich eine grüne Geschichte erzählen mit einem grünen Schwerpunkt. Man kann aber auch einfach Selbstverständlichkeiten umsetzen, wie beispielsweise Charaktere nicht fliegen lassen, sondern Zug fahren oder einen Mehrweg-Kaffeebecher benutzen lassen, ohne daraus eine große Geschichte zu machen. In täglichen Serien wurde beides schon gemacht, wie zum Beispiel Gute Zeiten jetzt im Vereinsheim nur noch wiederverwertbare Becher benutzen. Die kosten 2,20 Euro, Sie können aber auch überall hier im Kiez wieder abgeben, bekommen dann 9 oder ihr Geld zurück. So schon wie Ressourcen vermeiden, Einwegmüll. Oder unter uns in der Konditorei Brotbeutel ausstopfen. Die Beutel neu? Ja. Okay. Besonders gut für die Umwelt und kostenlose Werbung für die Konditorei. In diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, den CO2-Fußabdruck des Uferhauses zu ermitteln und dann natürlich zu sagen, wie können wir den senken. Wir haben das erstmal auf Basis der Werte 2018 gemacht, dass wir wirklich ein Jahr auch komplett betrachten konnten. Du musst dir vorstellen, wenn wir unser Konsumverhalten nicht ändern, können wir bald gar nicht mehr schwimmen. Wir haben einen CO2-Rechner zur Verfügung gestellt bekommen. Man kann sich das so vorstellen, dass man seine Verbrauchswerte, sprich Strom, Wasser, Flugreisen in einen System eingibt und dieses System rechnet dann mit einem Umrechnungsfaktor die CO2-Emissionen aus. Und wir haben uns jetzt konkret auf 4 Themen konzentriert. Wir haben gesagt, wir messen die CO2-Emissionen aus Strom, aus Papierverbrauch, aus Catering und aus Flugreisen. Beim Strom haben wir schon einige Ergebnisse erzielen können. Wir haben in diesem Jahr bereits ein CO2-Zertifikat gekauft und konnten uns damit CO2-neutral stellen. Und im nächsten Jahr, für 2020, ist geplant, dass wir komplett auf Ökostrom umstellen und damit sind wir sozusagen auf Null hinsichtlich unserer CO2-Emissionen. Und das ist schon eine ziemlich gute Nachricht. Ich denke, das grüne Produzieren ist in erster Linie wichtig, weil das unser Planet ist, auf den wir aufpassen müssen. Aber natürlich machen wir die UFA auch zu einem attraktiveren Arbeitgeber, wenn wir ein Arbeitgeber sind, dem Nachhaltigkeit wichtig ist. Und für zukünftige Generationen wird das hoffentlich immer wichtiger sein und wir somit auch ein interessanterer und spannender Partner auf dem Arbeitsmarkt.